virtuellen Pflaumen von der Hamburg Open Online University an der HAW Hamburg. Und ja, wir haben, also das erzähle ich gleich nochmal, was, warum wir die OERFAQ gebaut haben. Genau, ich bin im Team der Hamburg Open Online University und zusammen mit Jörn und Konsorten haben wir dieses Ding ins Leben gerufen, und um unsere Lehrerinnen an der HAW und in der HU insgesamt zu unterstützen. Dann übernehme ich auch gleich. Ich bin Phuong Nguyen. Ich bin von der Agentur J&K, Jöran und Konsorten. Bin Digital Officerin. Also ich bin auch dann bei Projekten für die Technik zuständig. Aber bei OERFAQ war ich auch nicht nur für die Technik zuständig. Da haben wir mit einer Digitalagentur gearbeitet, weil wir eine Suchmaschine gebaut haben. Und da war ich auch an der Redaktion beteiligt. Genau, und um diese OER-FAQ wird es heute gehen. Wir wollen einfach mal ein bisschen darüber berichten, wie das ganze Projekt entstanden ist, was wir gemacht haben, was es nützen soll, wie wir unterschiedliche UserInnen auch weiterhin damit unterstützen wollen, unsere OER-FAQ bekannt zu machen. Aber wir wollen auch, wenn es geht, gerne ein bisschen Feedback einsammeln, wenn ihr schon mal die Zeit hattet, euch die OER-FAQ anzugucken. Wir wollen mit euch ins Gespräch kommen und gucken, was euch noch so interessiert, und vielleicht auch den einen oder anderen Hinweis, was noch fehlt, bei der OERFAQ einzusammeln. Ich fange einfach mal damit an, kurz dazu zu berichten, wie das ganze Projekt überhaupt ins Leben gerufen wurde. Und zwar war das, ich glaube, es ist fast 3 Jahre her, dass wir angefangen haben, darüber nachzudenken. Da war das so, dass wir eben, also die Hamburg Open Online University fördert Projekte an den Hochschulen, in denen OER produziert werden, mit denen man die Inhalte, die aus den Hochschulen kommen, eben an die Bevölkerung und an Menschen außerhalb der Hochschule bringen kann. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass Lehrende, mit denen wir ins Gespräch gekommen sind, gesagt haben, was ist OER überhaupt? Und besonders auch ganz, ganz wichtig waren immer so Rechtsfragen. Was darf ich, wenn ich OER produziere? Was kann ich mit reinnehmen? Was darf ich nicht weiterverwenden? Was bedeuten eigentlich diese ganzen Bestandteile der Lizenz und so weiter? Also das sind alles so Themen, die immer wieder aufgeploppt sind. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir eigentlich mal irgendwas machen, womit man niedrigschwellig irgendwie ja, an Informationen kommt zu OER. Und haben dann aber auch, so ist es, glaube ich, das kennen wir alle, haben festgestellt, oh, wir haben irgendwie auch gar nicht die Zeit, das alles zu konzipieren. Und dann habe ich einfach mal mit Jöran von Jöran und Konsorten telefoniert und habe gesagt, Mensch, wir bräuchten irgendwas. Und er so, schöne Idee, dass ihr irgendwas braucht. Wir haben da was in der Schublade, das wollen wir seit Jahren umsetzen und produzieren, aber haben irgendwie auch nie die Zeit gehabt. Aber jetzt haben wir einen Anlass, das zu machen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben also das Konzept zu OER-FAQ entwickelt. Genau, der Link ist auch schon da im Chat, also klickt gerne mal rauf, aber wir teilen auch gerne an der Stelle mal unsere OER-FAQ. Wir wollen euch die natürlich auch zeigen. Da. Also es ist ganz einfach, das ist die gute Nachricht. Man muss sich nicht direkt, keine Ahnung, ein Riesenvideo angucken oder eine Lerneinheit angucken, sondern man kommt auf eine ganz, ganz einfache Seite, wo man direkt hier einfach eine Frage eingeben kann. Und das ist jetzt mal eine Frage an euch. Hat irgendjemand eine dringende Frage zu OER, die ihr schon immer mal beantwortet haben wolltet? Und wir gucken mal, was die OER-FAQ kann. Freiwillige vor, einfach in den Chat schreiben. Yay. Ja, das ist natürlich unsere Vision, dass wir alle Fragen zur OER antworten können. Also Stand ist bisher, dass wir fast 300 Fragen haben in der Datenbank. Und ja, wir sind auch dabei, weitere Fragen zu ergänzen. Ah, Ellen, da sind schon ein paar Vorschläge in den.
Ich habe ein bisschen Angst, das zu machen, aber ich versuche es einfach mal. Kann ich Taylor Swift einbinden? Ich bin mal gespannt, was die OER-FAQ dazu sagt. Ich befürchte. Ja, guck mal. Funktioniert nicht so gut. Jakob Kopczynski, passt das NC in einer CC-Lizenz zu OER? Das ist mal, versuchen wir mal. Also, das heißt, ihr seht, natürlich ist nicht exakt die Frage, passt das NC in einer Lizenz zu OER, ist nicht explizit eine Frage, mit der man sich beschäftigen kann, aber ihr habt hier ganz viele verschiedene Fragemöglichkeiten, Frageoptionen, auf die ihr klicken könnt, um euch diese Frage dann damit zu beantworten. Also erst einmal natürlich, was das NC überhaupt bedeutet, aber zum Beispiel auch schon, was spricht gegen den Einsatz der Lizenzbedingungen NC, sodass ihr darüber dann auch die Frage beantworten könnt. Genau, Taylor Swift habe ich leider nicht gefunden. Das war ein bisschen zu spezifisch an der Stelle. An der Stelle möchte ich ergänzen, dass wir, dass alle Fragen, die auf OER-FAQ zu finden sind, nicht von uns stammen, also die Antworten nicht von uns kommen, sondern wir prüfen immer, wir finden immer frei lizenzierte Quellen, die hochqualitativ sind, prüfen nochmal den Inhalt und stellen dann alles dann zusammen in dieser Suchmaschine. Genau, das ist auch der Prinzip von Peer Review, dass man nicht selber was macht, sondern auch schon eine andere Quelle auch mal gegenprüft. Ja. Deswegen, Ellen, wenn du noch mal auf eine Frage klicken kannst, Ich versuche es man auch gerade. unter jede Antwort die Quellen, also woher die Antwort stammt. Und dann kann man direkt bei der Weiterverwendung auch das rauskopieren zum Beispiel und dann ja, oder auf die Quelle klicken und da weiterlesen. Genau, das war uns nämlich auch total wichtig, dass wir das Rad nicht nochmal neu erfinden, an der Stelle und irgendwie alle Inhalte nochmal neu schreiben, sondern dass wir auch die OER-FAQ als OER produzieren und quasi Sachen weiterverwenden, die es sowieso schon im Netz gibt. Genau, und wenn ihr jetzt merkt, okay, es gibt schon viele Fragen, die noch gar nicht hier zu finden sind, wir sind sehr offen dafür, wie gesagt, und deswegen, wenn man ganz nach oben scrollt, da gibt es den Menüpunkt Fragefeld, da gibt es ein Formular und da kann man Vorschläge an uns schicken. Das heißt, diese Suchmaschine haben wir dann in 2021 fertiggestellt. Und in diesem Jahr gab es die erste Weiterentwicklungsrunde, wo wir auch weitere Fragen von Nutzen wie euch hinzugefügt haben. Und dabei, ja, Ellen, soll ich schon noch weiter erzählen, was wir bei Ja, der klar. Weiterentwicklung gemacht haben? Ja, gerne. Ja, okay, dann mache ich weiter. Also nach 2 Jahren, also von 2021, haben wir gemerkt, okay, also wir haben so eine Seite gebaut, aber die Nutzungszahlen sind noch ausbaufähig, sage ich es mal so. Und da haben wir gemerkt, okay, ja, dann liegt es eigentlich daran, dass die Seite noch gar nicht so bekannt ist, weil, ja, wahrscheinlich, ja, wir noch nicht genug Werbung dafür gemacht haben, aber wir haben auch gedacht, okay, wir können natürlich weitere Materialien entwickeln und das haben wir entsprechend auch gemacht. Neben, dass wir weitere Fragen ergänzt haben, haben wir auch Schulungsmaterialien, aber auch Informationsmaterialien wie Poster, Sticker, Flyer und auch Werbungsmaterialien sowie wie Bilder für Social Media produziert. Das heißt, genau, wenn ihr jetzt
innerhalb von 90 Sekunden zum Beispiel rausfinden will, was man überhaupt mit dieser Seite machen kann, haben wir ein Erklärvideo dafür produziert. Und genau, also bei den Schulungsmaterialien geht es um 2 Lerneinheiten. Da haben wir 2 Zielgruppen vor uns. Einmal die Endverbraucherinnen, das heißt Leute, die selbstständig mit OER-FAQ auseinandersetzen möchten, beziehungsweise mit dem Thema OER auseinandersetzen möchten und sich da weiter bilden möchten. Und die andere Zielgruppe ist die 2. Lerneinheit für TrainerInnen. Das heißt Leute, die andere Leute zum Thema OER ausbilden. Da haben wir dann 2 Lerneinheiten für Moodle, aber auch nach SCORM-Standard, also kompatibel mit unterschiedlichen Lernplattformen, entwickelt. Also schau gerne da vorbei. Da gibt es, natürlich sind alle Materialien auch frei lizenziert. Das heißt, ihr könnt alles weiter mit Namensnennung kostenlos nutzen und auch verändern und bearbeiten für eure Nutzung. Gibt es Fragen bis hierhin? Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in den Chat. Ansonsten möchte ich noch gerne auch darauf hinweisen, dass wir den ganzen Prozess der Entwicklung dokumentiert haben. Und die Dokumentation ist auch öffentlich und frei lizenziert. Das findet man dann auf der Webseite unter der About-Seite. Ellen, wenn du nach oben scrollst, ganz genau. Und Kontakt, danke schön. Und dann nach unten irgendwo bei wie entsteht, woher kommen Inhalte, wie ist OER-FAQ entstanden? Da wird die Dokumentation verlinkt. Da haben wir wirklich alles sehr transparent dokumentiert, was die Konzeption war, aber auch wie der wie wir vorgegangen sind, was haben wir ausprobiert, was hat nicht funktioniert. Wirklich alles transparent dokumentiert. Es gibt Fragen im Chat. Kooperieren Sie auch mit den Plattformen der Länder? Da kann Ellen vielleicht mehr dazu sagen. Genau, also es kann grundsätzlich jede und jeder Fragen mit einbringen für die OER-FAQ. Die OER-FAQ ist im Rahmen von so einer Länderinitiative entstanden und wird bei uns auch, also jetzt wie gesagt bei der Hamburg Open Online University auf der Plattform angezeigt. Also man kommt über ein Lernangebot der Plattform WHO auf diese OER-FAQ und dadurch wird es auch automatisch auf die Plattform anderer Länderinitiativen über ein gemeinsames Repository oder über Schnittstellen zwischen den Repositories übertragen, sodass man da also zum einen den Zugang zu der OER-FAQ miteinander teilt, aber natürlich auch die Fragen, die auf diesen anderen Länderplattformen schon entstanden sind und beantwortet werden, sind auch Bestandteil der Fragen, die wir in der OER-FAQ beantworten. Dadurch, dass wir eben andere Quellen benutzt haben, werden diese Quellen auch damit reingezogen. Genau. Ich finde aber diese andere Frage noch viel spannender und ich kann sie nicht beantworten. Warum sollte ich OER-FAQ nutzen und nicht ChatGPT oder Google? Ich kann sie nur teilweise beantworten, sagen wir es mal so. Und ich habe es tatsächlich noch nie versucht, über ChatGPT mir diese Fragen beantworten zu lassen, die ich eventuell habe, wenn ich die OER-FAQ benutze. Da kann ich deswegen gar nicht sagen, irgendwie, wir sind besser als ChatGPT, um konkrete Fragen zu beantworten. Auf jeden Fall ist es so, dass unsere Fragen kuratiert sind. Das heißt, es hat jemand nochmal drauf geguckt, ob das, was da steht, auch stimmt. Genau, also was Nicole Hagen schreibt, ChatGPT denkt sich die Antworten, also ist jetzt übertrieben, aber einfach nur aus. Aber wir haben kuratierte Antworten. Das heißt, da hat jemand nochmal drauf geguckt vorher, ob das auch wirklich passt. Gerade bei den rechtlichen Sachen wollten wir da eben auch sicher sein, dass das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil von der OER-FAQ.
Aber vielleicht kommt da ja noch mehr. Oder vielleicht hat auch jemand mal Gegenargument, warum wir lieber ChatGPT benutzen sollten, statt die OER-FAQ oder was wir vielleicht noch verändern sollten. Aber ich glaube, tatsächlich ist die Kuratierung der Inhalte, auch die Überprüfung der Inhalte nochmal ein ganz wichtiger Faktor, den wir haben bei der OER-FAQ. Und ich glaube, gerade bei OER, also frei lizenzierten Inhalte, es ist ja wichtig, dass man die Quellen nennen kann, dass man weiß, woher die Information kommt. Weil ja, sonst kann die Qualität gar nicht gesichert werden. Deswegen, wir sind nicht so, wie sagen wir, also OERFAQ ist nicht so flexibel wie ChatGPT. Also ChatGPT kann wahrscheinlich auf alle Fragen wirklich eine Antwort geben. OERFAQ noch nicht, aber dafür mit Quellenangaben. Genau, dann habe ich die Frage gesehen, ob es aktuell englischsprachige oder mehrsprachige oder Pläne für eine englischsprachige Seite gibt. Im Moment noch nicht. Aber es ist ein guter Hinweis. Vielleicht, wenn wir mal wieder weiterarbeiten wollen und in die dritte Iteration reingehen wollen für die OER-FAQ, wäre das tatsächlich etwas, was wir uns vornehmen können. Genau, auch solche Vorschläge sind auch herzlich willkommen. Ihr könnt gerne über das Formular auf der Webseite uns Vorschläge geben. Wir haben auch vor, also wenn es die Möglichkeit gäbe, dass wir in die zweite Weiterentwicklungsrunde gehen können, würden wir auch den Algorithmus zum Beispiel auch überarbeiten können, weil zurzeit das Problem wird auch in einem Erklärvideo von uns erklärt. Und zwar zurzeit findet man am besten Fragen, wenn man bestimmte Stichworte eingeben und dann wird die Worte abgeglichen. Also funktioniert auch nicht ganz wie Google, dass man irgendeine Frage, das wird nicht nach Wortlaut, das wird nach Wortlaut gesucht. Und das ist nicht so optimal, weil unterschiedliche Paare können nach der gleichen Information suchen. Und deswegen, ja, vielleicht, wenn wir die Möglichkeit hätten, können wir den Algorithmus auch überarbeiten. Genau, zu der Anmerkung, die Versuchung ist groß, dann doch einfach zu googeln. Man wird die Antworten finden, wenn man googelt, dadurch, dass wir ja bereits veröffentlichte Quellen benutzen. Ich glaube, das besonders Spannende an dieser OER-FAQ ist, das ist ja, glaube ich, immer so ein bisschen ein Problem, wenn wir von Veröffentlichung von OER-Materialien grundsätzlich schon mal sprechen, aber auch bei Informationen zu OER, dass die überall verstreut sind. Also es gibt keine zentrale Anlaufstelle, wo man all diese Informationen findet. Und auch das war so ein Gedanke hinter dieser OER-FAQ, dass wir versuchen, das alles mal zusammenzubringen, ohne es eben neu zu machen, sondern einfach all die bestehenden Sachen, die überall im Netz verstreut sind, die man natürlich auch über Google finden kann, zusammen an einen Ort zu finden, sodass man immer als allererstes mal versucht, über die OER-FAQ auf die entsprechende Lösung zu kommen. So, ich lese einmal kurz, was Jakob dazu schreibt. Ich habe gerade die Frage, kann ich mehrere Materialien miteinander kombinieren? Genau. Das denke ich, ist das Verlässliche, dass wir Quellen haben, dass wir kuratiert haben. Das ist der große Vorteil von der OER-FAQ im Vergleich zu ChatGPT. Genau, vielleicht kann ich auch ein bisschen mehr über das Fragenkatalog erzählen. Ich glaube, unter den 300 Fragen, ungefähr 300 Fragen, die wir haben, wurden die Hälfte davon vom Fragenkatalog von Creative Commons übernommen. Das heißt, die Datenbank ist zurzeit sehr auf Creative Commons und Creative Commons Lizenzen fokussiert. Und ja, also gerade im Bereich, es gibt schon eine Kategorie für KI oder wie heißt es gerade nochmal? Ich glaube, ja, Datenbanken, Daten und KI. Aber die Kategorie ist noch sehr dünn. Also wir hoffen auch, dass wir gerade mit der aktuellen Entwicklung auch weitere Fragen da ergänzen können.
Auch zum Beispiel, vorhin habe ich einen Vorschlag gelesen, was das sehr sinnvoll ist. Zum Beispiel von Corinna, kann ich durch KI mitentwickelte Inhalte als OER herausgeben? Ja, das ist eine spannende Frage. Ja, die Frage ist dann, wo wir eine Quelle finden, wo es eine solide Antwort gibt, die wir prüfen können und dann in die Datenbank aufnehmen. Genau, also man merkt schon, ich glaube auch anhand der Fragen, die jetzt hier gestellt werden, so Sachen wie KI und ChatGPT sind irgendwie aktuell gerade in aller Munde und unsere OER-FAQ ist eben, also die lebt von den Inhalten, die wir reinstecken in die Datenbank. Das heißt, wir müssen sie tatsächlich auch eigentlich, das können wir direkt mal mitnehmen als Anregung oder als Impuls aus dieser Session, dass wir sie auf jeden Fall regelmäßig aktualisieren müssen, um da auch den sich verändernden Bedarfen im Hinblick auf OER gerecht zu werden. Und gerade die Frage, was sich durch KI-generierte Inhalte verändert bei solchen veröffentlichten Inhalten, finde ich total spannend und die müssen wir irgendwie mit reinkriegen. Aber wie gesagt, wir wollen eben nicht die Inhalte selber schreiben, sondern wir wollen das, was es schon gibt, was man theoretisch auch googeln könnte, eben auch mit in unsere zentrale Anlaufstelle aufnehmen und mit veröffentlichen. Also, genau, hat schon mal jemand jetzt parallel probiert und versucht, eine Frage zu finden, die es nicht gibt auf der OER, also die OER-FAQ nicht beantworten kann? Gut, dass Taylor Swift nicht beantwortet wird, haben wir gerade zusammen selbst festgestellt. Da müsste man wahrscheinlich die Frage nochmal ein bisschen anpassen, um das jetzt nicht abhängig von Taylor Swift zu machen, sondern von der eigentlichen Frage, die dahinter steckt. Auch dazu haben wir in den Materialien eine kleine Erklärung gemacht, wie man die Fragen gut formuliert, sodass die OER-FAQ auch wirklich das finden kann, was man braucht. Es gibt eine Frage im Chat von Andrea Reichmuth. Und zwar, können Sie nochmals kurz sagen, wie sieht es mit länderspezifischen Aspekten aus? Gibt es da bei OERFAQ Hinweise dazu, wenn es in anderen Ländern anders ist? Da möchte ich gerne zurückfragen, in welcher Hinsicht, also zu welchem Thema Wahrscheinlich meinst zu rechtlichen Fragen. vielleicht zu OER oder also wer ich weiß nicht, Urheberrecht, ach so. Glaube, dazu haben wir tatsächlich noch nichts, beziehungsweise wenn dann nicht viel drin in den OER-FAQs, bezieht sich tatsächlich im Moment auf Inhalte, die wir im deutschsprachigen Raum gefunden haben. Genau, also wir haben gerade noch in der letzten Runde eine Frage über Urheberrecht in, ich glaube, Österreich und der Schweiz ergänzt. Aber der Fokus liegt weiterhin auf Deutschland. Erstmal. Genau, Leon Wittmeier schreibt wieso auch. Ich glaube, es gibt immer wieder so einzelne Aspekte, die wichtig sind für die CC-Lizenzierung oder wann zum Beispiel Inhalte. Genau, okay, das ist der Hintergrund. Ich dachte jetzt, warum das Urheberrecht relevant sein sollte. Genau, also was mir nur eben einfiel, ist, wann Sachen gemeinfrei werden, dass man die dann einbinden kann in OER, ist eben unterschiedlich, je nachdem, über welches Land man spricht. Aber es stimmt, wir richten uns eben an das deutschsprachige Publikum im Moment und damit reicht uns das auch. Aber wenn wir dann eben darüber nachdenken, das vielleicht auch noch in anderen Sprachen oder auch anders lokalisiert darzustellen, sollten wir uns tatsächlich auch nochmal darüber Gedanken machen, ob es da auch rechtliche Aspekte gibt, die in der internationalen Betrachtung anders ja, zu handhaben sind. Ja. Genau. Selbst die Panoramafreiheit ist ja zum Beispiel schon in Europa ganz unterschiedlich geregelt und könnte dementsprechend natürlich auch Auswirkungen oder hat Auswirkungen auf mögliche CC-Lizenzierung. Gibt es noch weitere Fragen?
Ich finde, was ich wieder total, also wenn ich mir das angucke, ganz kurz, total spannend, dass es auch hier wieder sofort in diese rechtliche Richtung geht, ne? Also natürlich haben wir auch bei der OERFAQ den Fokus auf rechtliche Fragen, weil das die sind, die uns auch immer wieder begegnen und auch die sind, wo wir merken, dass die Lehrenden, wenn sie Inhalte erstellen, auch die größten Bauchschmerzen haben letztendlich. Aber es gibt eben eigentlich auch so viel mehr, womit man sich bei OER befassen könnte, zum Beispiel, wie sie Lehre verändern, wie sie Lernen verändern können. Und deswegen finde ich das aber trotzdem spannend, dass wir auch hier, wo wir diese tolle Seite vorstellen wollen und auch dazu auffordern wollen, dass sie mehr genutzt wird von anderen Hochschulen, von anderen Lehrenden, dass wir wieder in diese Rechtsrichtung abdriften. Abdriften, das hört sich so negativ an, aber dass das eben auch so ein Fokus ist, ne? Aber wahrscheinlich ist das auch eine Frage, die man eindeutig beantworten oder relativ eindeutig beantworten kann, und sich deswegen gut über OERFAQ abbilden lässt. Gibt es noch irgendwas, was. Nee, ja? Ja, also ich wollte nur ergänzen, dass es zum Glück gibt es jetzt auch sehr viele OER auch zum Thema Urheberrecht, aber auch so Lizenzierung. Und die findet man auch also über OERFAQ. Also wenn zum Beispiel, wenn man nach rechtlicher Beratung oder sowas sucht, dann gibt es auch, dann weisen wir auch andere Quellen hin, zum Beispiel die Rechtsglosse von der WHO auch oder HW, weiß ich gar nicht Hat mehr. Andrea Schlotfeld, die Genau, letzte ja. Kommentargeberin, hat die produziert. Danke, Andrea. Wir haben nur noch eine Minute, deswegen bedanke ich mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und die Offenheit. Und wir sind weiterhin dann im Anschluss beim Netzwerktisch, also ich zumindest auch. Und ja, da können wir gerne besser austauschen und ja, eure Fragen besser antworten, weil das hier ein bisschen frontal ist. Ich teile direkt noch einmal den Link zu dem angesprochenen Rechtslotsen, um nochmal für ein anderes Hub-Projekt direkt Werbung zu machen. Das ist das, was gerade angesprochen wurde, wo Jakob Kopczynski und Andrea Schlotfeld zusammen alle möglichen rechtlichen Aspekte in der OER-Produktion quasi als Lernangebot ein bisschen ausführlicher, als es in der OER-FAQ möglich ist, aufbereitet haben. Dann haben wir noch 30 Minuten, 30 Sekunden Zeit, um zu sagen, bitte, bitte benutzt unsere OERFAQ. Wir wollen, dass sie lebt. Wir wollen, dass sie genutzt wird. Wir wollen weitere Fragen sammeln. Also nutzt sie sowohl für die eigene Informationsrecherche, aber teilt auch gerne die Fragen, teilt uns mit, wenn Fragen fehlen, weil wir sind wirklich daran interessiert, die permanent weiterzuentwickeln und freuen uns da über jede Form von Feedback und von Informationen, die wir von euch erhalten. Vielen Dank.